So, dann holen wir uns den Typen mal. Dann nochmal, wie soll ich denn das machen? Den werde ich wohl ausschalten müssen. Das wird wohl nichts helfen. Also natürlich, der checkt das jetzt nicht. Aber ich bin ja jetzt schon entdeckt. Wertlose Söldner. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Maven oder... Maul. So. So, Leute. Dann haben wir den Typen mal erledigt. Orkischer Bogen, sehr schön, nehme ich mit. Orkische Pfeile nehme ich auch mit Gold. Na, dann mal weiter, würde ich sagen. Bis hier raus können wir ja. Hier wird es jetzt wieder. Er hat nichts bemerkt. Bemerken die anderen noch nichts, dann gehen wir in den Keller, da bemerken sie auch nichts und dann ist alles gut. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Da vorne steht er. Man ja auch gar nicht, wenn die Tür aufgeht oder so. So. Jetzt müssen wir uns nach dem anderen vorbeischleichen, im Keller. Bescheuert jetzt diesen Keller. So. Na komm. Wunderbar. Bis in den Keller haben wir schon mal geschafft. Okay, jetzt wird es wieder interessant. Was ist hier? So, für hier gibt es eine ganz einfache Lösung. Ist da jemand?
sind verloren. Und zwar die. Weiter geht's. Hat er denn alles dabei? Nichts, was mich interessiert. Hinten ist auch nichts mehr. Hier runter müssen wir. So. Der Tresor. Käuferurkunde und Gold. Gold. Ja, und abhauen. So einfach geht das. Aber wir sind auch noch nicht fertig. Wir haben ja noch was zu tun. Wir müssen ja noch diese, keine Ahnung, Bienenstöcke oder was auch immer da abfackeln. Go, go, go. Brauchen wir jetzt auch wieder unseren Feuerzauber. Da brauchen wir auch unseren Feuerzauber. Mächtige Angriffe verbrauchen Ausdauer, wenn die Aufmerksamkeit, wenn der Ausdauerbalken blinkt. Achso, der Aufmerksamkeitsbalken blinkt. Nicht automatisch laufen. Jetzt pass mal auf hier. Jetzt werden wir es abfackeln. Was? Da seid ihr ja. Was seid ihr ja? Wir hauen jetzt einfach auf dich ein. Aber ab. Ihr habt schon verloren. Jo. Hab ich. Ihr habt keine Chance. Kommt schon. Und. Ja. Ihr könnt mich nicht schlagen. Ihr habt schon verloren. So einfach ist das. Es ist die einfache Lösung. Man kann sie auch durchschleichen, aber ist nicht so mein Favorite, hier draußen rumzuschleichen. Was haben wir denn jetzt alles bekommen, was wir benutzen können? Wir könnten ja mal wieder ein bisschen mit dem Bogen arbeiten. Und wieder ein bisschen schwimmen, weil es so schön ist. So einfach macht man das. Na, da habe ich beim ersten Mal, glaube ich, 6-mal versucht, mich da durchzuschleichen. Ohne, dass die mich bemerken, aber irgendwann ist mir das auf den Sack gegangen. Deswegen durch, abbrennen, weg. So. Dann gehen wir mal zu Brynjolf und schauen, wenn mal, was ihr ein sagt. Almosen sucht, solltet ihr mit meinem Mann sprechen. Wenn er mich fragt, ist es für die Kinder im Waisenhaus. Dass wir die Alte umgebracht haben, ja, das ist wirklich besser. Das ist besser. Feinde und Freunde werden auf dem Bildschirm unterschiedlich dargestellt. Wenn du Leben entdecken oder Untote entdecken wirkst.
der tot? Würde mich echt mal interessieren, warum der tot ist. Ich habe den nicht umgebracht. Wollt ihr am Leben bleiben? Warum ein Risiko eingehen? Ich sehe nichts mehr. Oh mein Gott, ich sehe nichts mehr. Da geht's hoch. Da geht's hoch. Hier geht's rein. Mal gucken, wie viel Kohle wir kriegen dafür, für so einen Auftrag. Die Diebesgilde bezahlt auf jeden Fall schlechter als die Mördergilde, so viel ist klar. So viel ist mal klar. Und die alle hier tot sind? Hm, komisch. Warum sind die wohl alle gestorben? Tür auf! Sehr schön. Brynjolf, wo bist du? Wo ist er? Er ist weg. Er ist bestimmt hier hinten irgendwo. Unter Garantie ist der da hinten. Ihr habt vielleicht ein Chaos angerichtet und Maven ist wütend. Ich habe euch doch gesagt, dass ihr maximal 3 Bienenstöcke abfackeln solltet. Ich habe die Sache vorerst mit ihr geklärt. Euren Anteil könnt ihr aber vergessen. Wenigstens habt ihr euch eine Sache gemerkt. Lasst mich mal sehen. Aringoth hat Goldenglanz verkauft? Was denkt sich der Idiot eigentlich? Er hat keine Vorstellung davon, wie wütend Maven wird, wenn man sie von einem Geschäft ausschließt. Aber das wird er schon noch herausfinden. Wenn sich auf diesem Pergament nur der Käufername und nicht dieses seltsame Symbol befände, habt ihr eine Ahnung, was das sein könnte? Mist. Naja, ich prüfe meine Quellen und rede mit Mercer. Aber ihr werdet euch erst einmal mit Maven Schwarzdorn unterhalten. Sie hat nach euch gefragt. Oh mein Gott, sie hat nach uns gefragt. Nicht so erwartungsvoll. Das ist kein Privatbesuch, sondern rein geschäftlich. Das geht nur euch und Maven etwas an. Und so soll es auch bleiben. Wow. Hört gut zu und redet nicht, dann bekommt ihr keine Probleme. Abgeschlossen, laut und deutlich. Ja, war ich doch. Ich war laut und deutlich. So. Dann gehen wir mal raus und gucken mal. Ich wollte euch etwas sagen. Ja, das ist schön für dich. Jeder Tür ein Ladebalken ist doch auch zum Kotzen. So. Irgendwie voll die Frame-Einbrüche. Ja. Geht wieder. Alles gut. Ist nur stockduster. Das ist nicht so gut. Was ist denn jetzt los? Ah, okay. Wie kann eine bescheidene Dienerin von Talos euch behilflich sein? Ich hoffe, das ist bei euch nicht so furchtbar. Bei mir habe ich jetzt dauernd Stammbild irgendwie. Immer wieder mal. So, und wieder mal laden. Aber die alte ist da, glaube ich, drin. Hoffe ich jetzt mal.
Ladebild über Ladebild, ey. Schwarzer Bildschirm, sehr schön. Ah. Bürger von Rifton, hört meine Worte. Ihr wollt mit mir reden? Die Rückkehr der Drachen ist kein einfacher Zufall. Dies ist eines der Zeichen. Ihr also habt gut Goldenglanz niedergebrannt. Wir führen diese Unterredung nur, weil Brynjolf versichert hat, ihr würdet nicht noch einen Auftrag vermasseln. Er behauptet, ihr hättet ein besonderes Talent für euer Metier. Offen gestanden habe ich daran meine Zweifel. Ist das selbst... Ihr müsst wissen, es ist schon lange her, dass Brynjolf mir jemanden geschickt hat, auf den ich mich verlassen kann. Ob ich an die Gilde glaube? Mich interessieren nur Ursache und Wirkung. Ob die Aufgabe erledigt wurde und ob sie korrekt erledigt wurde. Das hofft... Ich habe einen Konkurrenten, die Honigbräu-Brauerei, und die will ich aus dem Geschäft... Mich interessiert außerdem, wie sie ihre Fertigung so schnell auf die Beine stellen konnten. Geht zur beflaggten Meere in Weißlauf und sucht nach Malus Macchius. Von ihm erfahrt ihr alle weiteren Details. Noch einmal, falls ich mich nicht deutlich ausgedrückt habe. Vermasselt ihr diesen Auftrag, wird euch das bitter leid tun. Ihr habt ganz schön Mumm, euch hier blicken zu lassen nach der Sache mit Kerava. Kommt drauf an. Seid ihr durstig, hungrig, beides? Warum läuft denn der mit der Spacke? Verzieht euch einfach. Sag's dir mal, Freund. Komische Ex. Willkommen im Bienenstich, meine Dame. Lasst mich wissen, ob ich euch eine unserer Getränke spitze. Mit euch habe ich nichts zu schaffen. So. Ja, Leute, da würde ich mal sagen, was ist für heute. Dann sehen wir uns nächstes Mal bei der nächsten Mission. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ciao.